durfte gerade bei LG Display deren OLED-Panels sehen, die sie gerade im Angebot haben oder auch noch haben werden. Vor allem geht es natürlich um das Meta-OLED-Panel mit der Micro-Lens-Array-Technik. Das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de und die Zeit bei LG Display war sehr begrenzt, deswegen werde ich jetzt hier euch sagen, was die alles vorgestellt haben. Und vielleicht zuvor, LG Display hat zwei Areas gezeigt. Einerseits die Technology Area, wo sie eben alle Displays vorgestellt haben, die sie gerade im Angebot haben, und danach noch die Lifestyle Area, wo sie eben Lösungen gezeigt haben, wie deren Displays dann beim Endverbraucher ankommen können. Falls ihr euch nicht nur für Fernseher interessiert, sondern eben auch für die Zulieferer, also solche wie LG Display, die die eigentlichen Panels herstellen, dann abonniert am besten den Kanal, macht die Glocke an und selbstverständlich freuen wir uns auch über jeden Daumen nach oben, denn ich bin sicher, wir werden auch mehr Content in diese Richtung für euch machen. Los geht es natürlich mit dem OLED EX-Panel in 97 Zoll. Also genau das Panel, was ja auch zum Beispiel im 97 Zoll G2 verwendet wird, dem bisher größten OLED-Fernseher, der für jedermann erhältlich ist. Direkt danach kam das 8K OLED Meta-Panel in 77 Zoll. Und mir ist noch kein Fernseher bekannt, der dieses Panel nutzt. Aber dahinter steckt quasi die höchste Auflösung, die möglich ist mit 8K, und eben die neue Meta-Technologie, über die ich gleich noch was erzählen werde. Und natürlich haben sie hier gesagt, was EX-Panel auszeichnet, nämlich vor allem Deuterium als Grundstoff, aber auch die Algorithmen, die dahinter liegen, und die noch geringeren Ränder, die man eben mit dem OLED EX-Panel erzielen kann. Die Meta-OLED-Panels hat LG Display vorgestellt im Vergleich zu den bisher besten OLED-EX-Panels. Und es kommen zwei Neuerungen zum Einsatz. Einerseits das MLA, kurz für Micro Lens Array, und andererseits der Meta-Booster. Und unter dem Meta-Booster muss man einfach nur verbesserte Algorithmen verstehen, die eben noch gezielter die einzelnen Pixel ansteuern, sodass eben mehr Lichtausbeute beim Zuschauer ankommt. Micro Lens Array, das ist eine Vielzahl an kleinen konvexen Linsen, die eben dafür sorgt, dass von dem Licht, was die OLED-Emitterschichten ausgeben, eben mehr beim Zuschauer ankommt. Soll heißen, es wird weniger Licht ins Panel selbst zurückgeworfen, sondern es kommt eben einfach mehr aus dem Bildschirm raus. Dadurch sagt LG Display, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Prozenten und Zahlen, dass eben 60% mehr Helligkeit möglich sind. Aber diese 60%, die beziehen sich jetzt auf das sogenannte Average Picture Level von einem 3% Window. Soll heißen, auf dem Fernseher oder Bildschirm besser gesagt, wird auf 3% der Fläche ein weißes Fenster angezeigt, und dieses ist eben im Durchschnitt, also nicht nur kurzzeitig, sondern grundsätzlich 60% heller, als es eben auf einem OLED EX-Panel war. Zusätzlich wird durch diese konvexen Linsen der ohnehin schon tolle Betrachtungswinkel auch noch weiter verbessert. LG Display selbst sagt, dass dadurch eben Helligkeiten von über 2000 Nits möglich sind. Diese Zahl muss man aber mit Vorsicht genießen, denn hier geht es darum, was wirklich maximal mit den Panels möglich ist. Und da reden wir auch nicht von genauen Einstellungen oder einer sinnvollen Nutzung, ist natürlich ein schwieriges Wort, aber einer Nutzung, die die meisten Leute bei einem Fernseher machen würden. Denn hier ist dann die Farbtemperatur von Weiß eine andere, eben die dem Panel zugrunde liegende, und hier wird auch eben nicht darauf geachtet in großer Art und Weise, dass das Ganze dann noch akkurat ist. Aber das heißt, OLEDs können jetzt über 2000 Nits erreichen, zumindest in der Theorie. Anschließend ging es um das neue Gaming OLED Panel. Also ein 21:9 45 Zoll OLED Bildschirm, der eben bis zu 240 Hertz Bildwiederholrate erreichen kann. Und das ist natürlich was, was vor allem
für Gamer super interessant ist. Noch dazu wird die auch wieder ohnehin schon gute Response-Time von OLEDs von 0,1 Sekunden bei diesem Gaming-OLED-Panel weiter verringert auf 0,03 Millisekunden. Also zumindest laut Aussage von dem Hersteller. Und das Ding ist, wir haben zwar hier jetzt in der Technology Area ein flaches 45 Zoll OLED-Panel gezeigt bekommen, aber uns ist ja auch schon bekannt, dass es dasselbe auch in Curved geben kann. Und laut LG Display ist ein Curved-Radius von bis zu 800R möglich. Danach ging es um die sogenannten P-OLED-Panels, also die, die in Tablets oder Smartphones verbaut werden. Und hier lag der Fokus vor allem auf den knickbaren, also den Bendable OLEDs. Und einerseits wurde hier ein OLED-Panel vorgestellt, was eben ohne Falten knickbar sein soll, sodass man eben den sogenannten Crease nicht mehr sieht. Und direkt danach kam auch ein Panel, welches es möglich macht, dass man eben den Bildschirm in beide Richtungen biegen kann. Also eben nicht nur zusammenfalten kann, sondern eben auch aufklappen. Und zuletzt wurde uns noch ein 0,42 Zoll OLED-Panel vorgestellt. Und der ein oder andere mag sich jetzt denken, wer braucht denn so ein kleines Display? Aber dabei geht es vor allem um die Anwendung in Virtual Reality Brillen und Konsorten. Und dieses Panel schafft auch Werte, die man von Fernsehern noch gar nicht kennt. Es ist natürlich etwas komplizierter, wie diese Werte zustande kommen. Und da sollte man vielleicht auch einen Blick drauf werfen, dass Nits ja Candela pro Quadratmeter sind. Das heißt, sie sind auch von der Größe abhängig. Aber dieses mikroskopisch kleine OLED-Panel, was wir eben dann auch unter Lupe anschauen konnten, schafft bis zu 7000 Nits. Und LG Display hat auch gesagt, dass sie auch da die Meta-Technologie implementieren wollen, um dann satte 12.000 Nits zu erreichen. In der Lifestyle Area ging es dann darum, wie man diese Panels eben für den normalen Verbraucher implementieren kann. Und natürlich fing es an mit einfach dem Riesenfernseher fürs Heimkino. Ging dann aber auch schnell zu den Gaming-Varianten, erst mit den 27 Zoll QHD OLED-Panels, die ja auch 240 Hertz schaffen. Und darauf folgte offensichtlich natürlich auch der Curved-Monitor mit 45 Zoll, der dieselben Werte erreicht. Aber danach wurde es richtig spannend, denn LG Display hat auch eben Lifestyle-Studien vorgestellt, wie eventuell irgendwann Hersteller eben auch ihre Panels verwenden können. Ja, ich bitte zu verzeihen, dass wir hier ein paar Teile des Videos etwas unkenntlich machen mussten, denn es waren eben auch zwei Panels dabei, die leider niemandem gezeigt werden dürfen. So viel kann ich sagen, man kann sich grob denken, was in dieser Auflistung noch fehlt, und die waren eben auch dabei. Das hier ist LG Displays sogenannter Media Mobile. Das ist quasi ein OLED-Bildschirm, der gleichzeitig auch noch ein unglaublich schicker Lautsprecher ist. Und je nachdem, ob man eben den ganzen OLED als Bildschirm nutzen möchte, dann sind die Lautsprecher hinter dem Fernseher, sage ich mal. Oder eben, man möchte einfach nur Musik genießen, dann kann man natürlich auch die Fernseher wieder nach außen und nach vorne fahren lassen, damit man nicht diesen großen, störenden Fernseher im Bild hat. Das hier ist LG Displays neues OLED Glow Konzept, also ein OLED, den man einerseits mit Touchscreen für E-Books zum Beispiel nutzen kann oder natürlich auch als ganz normalen OLED, aber man kann ihn auch, wenn man ihn dreht, dann quasi als Einrichtungsgegenstand oder einfach als nettes kleines Kaminfeuer benutzen, sodass man auch ein bisschen noch mehr Ambiente im Raum hat. Ja, was haltet ihr von den ganzen neuen Lösungen, die LG Display den TV-Herstellern anbietet? Was sind eure Favoriten? Der Lautsprecher OLED oder geht's euch einfach nur um die neue Meta-Technologie mit dem Micro Lens Array? Schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin gespannt drauf und sag bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.